Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Kfz Jagdschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir zeigen Ihnen den neuen Hyundai i30 Kombi Go. Wir haben den Skoda Kodiaq Sportline getestet. Und wir berichten über Neuigkeiten vor dem Histocup-Saisonstart. Hyundai präsentiert anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als offizieller Autosponsor gleich mehrere Go-Sondermodelle. Wir haben uns das beliebte Kompaktklasse-Modell, den Hyundai i30 Kombi Go, etwas genauer angeschaut. Der praktische i30 Kombi zeigt sich im formschönen Design der i30-Familie, was besonders deutlich am markanten Kühlergrill erkennbar ist. Die sanft abfallende Dachlinie und die dynamischen Proportionen verleihen dem Raumwunder eine sportliche Silhouette. Die Basis des i30 Kombi Go ist der i30 Comfort, welcher bereits serienmäßig sehr gut ausgestattet ist, unter anderem mit einem Fernlichtassistent, Spurhalteassistent, ein Front-Kollisionssystem, Tempomat, Multifunktions-Lederlenkrad, Lederschaltknauf, einer Dachreling, Einparkhilfe hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Positionslampen. Das i30 Kombi Go Sondermodell bietet zusätzlich ein attraktives Ausstattungspaket, welches elektrisch anklappbare schwarze Außenspiegel, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben, eine Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, eine 2-Zonen-Klimaautomatik und ein 8 Zoll Touchscreen beinhaltet. Über diesen wird unter anderem ein modernstes Navigationssystem bedient und Konnektivitätsfunktionen wie Apple CarPlay, Android Auto oder Live Service. Weiters sind spezielle Sitzbezüge mit blauen Akzenten verwendet worden. Ein schwarzer Dachhimmel rundet die sportliche Atmosphäre im Innenraum ab. Als Antrieb dienen sparsame Benzin- oder Dieselmotoren von 100 bis 120 PS. Derzeit gibt es keinen Aufpreis beim i30 Kombi gegenüber dem Fünftürer. Erhältlich ist der Hyundai i30 Kombi Go inklusive 5 Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung bereits unter 18.000 Euro, was einen Preisvorteil von fast 5.000 Euro bedeutet. Jetzt bei Denzel in Eisenstadt, Weber in Hochstraß und Oppitzhauser in Bruck an der Leiter. Skoda ist mit dem Kodiaq ein großer Wurf gelungen. Das günstige Luxus-SUV bietet Platz, Komfort und Nutzwert im Überfluss. Neben der Offroad-Variante Kodiaq Scout ist nun mit dem Kodiaq Sportline auch eine besonders dynamische Variante erhältlich. Man muss einmal rund um das Fahrzeug gehen. Hier gibt es fast nur schwarze Elemente und in Wagenfarbe lackierte Teile. Bei unserem roten Testwagen kommt diese Strategie besonders zur Geltung. So sind zum Beispiel auch der Kühlergrill und die Außenspiegelgehäuse in Schwarz gehalten, ebenso wie Elemente im unteren Teil des vorderen Stoßfängers. Die Heckansicht wird von einer schmalen silberfarbenen Leiste unterhalb des Stoßfängers geprägt. Die Heck- und hinteren Seitenscheiben sind dunkel getönt. Sehr schön wirken auch die für den Kodiaq Sportline speziell gestalteten serienmäßigen 19 Zoll Felgen. Vom Cockpit wird man stilgerecht empfangen. Überaus elegante Sportsitze mit edlem Alcantara-Bezug und silberfarbenen Nähten, ein schwarzer Dachhimmel, Edelstahlpedale, ein beheizbares 3-Speichen-Lederlenkrad, eine 2-Zonen-Klimaautomatik, ein 8-Zoll-Touchscreen und ein modernes Infotainment-System sind bereits serienmäßig. Außerdem verfügt der Kodiaq Sportline über eine Anzeige, die zum Beispiel die Öl- und Kühlmitteltemperatur, den Turboladedruck und die Motorleistung darstellt. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, eine automatische Notruffunktion, ein Front Assist mit City-Notbremsfunktion und die Fahrprofilauswahl, welche Steuerung von Motor, Automatikgetriebe und Klimaanlage beeinflusst.
Auch das oberklassige Platzangebot ist im 4,70 Meter langen Kodiaq Sport 9 serienmäßig. Die Rücksitzbank lässt sich um 18 cm längs verschieben und die Lehnenneigung ist individuell einstellbar. Gegen Aufpreis gibt es zwei weitere Sitze in der dritten Reihe. Der riesige Stauraum beträgt 270 bis 2065 Liter. Der Skoda Kodiaq Sportline ist als Handschalter mit einem DSG-Automatikgetriebe, als reiner Fronttriebler oder mit intelligentem Allradantrieb bestellbar. Dieser sorgt für ein Plus an Sicherheit und Traktion, was sich besonders beim Fahren mit Anhänger positiv bemerkbar machen würde. Weiters ist beim Allradantrieb bei der Fahrprofilauswahl ein zusätzlicher Modus Snow verfügbar, der das Fahren auf Schnee und rutschigem Untergrund erleichtert. Natürlich sind auch noch zentrale modernste Fahrassistenzsysteme optional erhältlich. Aktuell sind zwei Dieselmotoren und in Folge auch wieder Benzinmotoren verfügbar mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 190 PS. Man fühlt sich im Skoda Kodiaq Sportline sehr wohl an Bord und alles funktioniert so wie in jedem anderen Skoda. Er ist ab 44.400 Euro zu haben und bietet eine attraktive Ausstattungsvariante für alle, die einen besonders sportlichen Auftritt schätzen und sich den Kodiaq ohnehin in einer höheren Ausstattung kaufen würden. Als Bonus gibt es höchsten Komfort und ein unvergleichlich großzügiges Raumangebot. Jetzt bei Kamper in Neusiedl am See und Simon in Oberpullendorf, Oberwart, Rechnitz und Tobey. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Der Histocup Austria, die größte europäische Rennserie, startet demnächst wieder in die neue Saison. Im Riverside-Einkaufszentrum in Wien-Liesing gibt es für Fans einen Vorgeschmack und einige schöne Oldtimer-Rennfahrzeuge zum Betrachten und Angreifen. Zwei neue Rennserien werden heuer beim Histocup eingeführt. Zum einen den schon lange angekündigten Porsche Classic Cup für luftgekühlte und Transaxle-Fahrzeuge. Insgesamt 8 Modelle von Porsche können bei dieser Rennserie mitmachen. Und ganz neu kommt heuer noch hinzu der Sportwagen Cup für straßenzugelassene und straßenzulassungsfähige Sportwagen, also auch für modernere Fahrzeuge. Da versprechen wir uns recht viel davon. Das ist eine Zielgruppe, die auf der Straße nicht mehr so viel fahren kann oder nicht schnell genug fahren kann. Und bei uns können sie das im Rahmen vom Histocup mit einem tollen Pedoclub und allem drum und dran. Beim neuen Sportwagen Cup werden viele Nobelmarken wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ebenso wie Porsche und Ford vertreten sein. Also alle Marken, die von der Definition her einen Sportwagen gebaut haben, können mitfahren. Ein Cup für moderne und junggebliebene Sportflitzer mit Straßenzulassung. Es ist egal, ob das Fahrzeug modern ist oder auch schon ein älteres, alle sind herzlich willkommen. Los geht's am 1. Mai-Wochenende in Brünn. Insgesamt 7 Rennwochenenden bis zum Finale Mitte Oktober am Red Bull Ring stehen am Programm. Die Rennen werden traditionellerweise auf den Rennstrecken in Kroatien, Ungarn, der Slowakei und in Österreich ausgetragen. Erstmalig findet Mitte August auch ein Night Race am Slowakia Ring statt. Also ein besonderes Highlight im heutigen Jahr wird das Bosch Race in Salzburg sein, Mitte September, wo auch der Tourenwagen Cup, das Tourenwagen Revival da sein wird, mit ganz prominenten ehemaligen DTM-Fahrern, angefangen von der Ellen Lohr bis hin zu Marc Hessel und andere Dinge, andere Leute, die noch dabei sind, Alfred Heger etc. Etwa 350 verschiedenste tolle Boliden kämpfen also auch heuer wieder um die berühmte goldene Ananas, denn für alle Teilnehmer steht die Freude und der Spaß am Rennsport ebenso wie die Pflege historischer Rennwagen im Vordergrund.
Auch wir von MotorTV werden in gewohnter Weise von dieser größten Rennserie in Europa berichten. Sie sind auf der Suche nach einem geräumigen Fahrbahnuntersatz mit reichlich Platz für Passagiere und Gepäck, hohe Anhängelast und Offroad-Talenten. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis soll sehr gut sein und Sie wollen kein großes SUV, dann könnte der Amarok, der Pickup von Volkswagen, genau das Richtige sein. Bereits seit 2010 ist der Amarok auf dem Markt. Jetzt wurde er mit dem Pickup Award 2018 der internationalen Van of the Year Jury ausgezeichnet und präsentiert sich technisch und optisch überarbeitet. Allen voran wurde der 2-Liter Vierzylinder-Motor durch einen deutlich kräftigeren 3-Liter V6 Dieselmotor ersetzt, welcher Vorteile hat, was Fahrbarkeit, Geländetalent und Geräuschkomfort betrifft. Die stärkste von drei Varianten hat 224 PS und ist ausschließlich mit 8-Gang-Automatik erhältlich und die mittlere Version mit 204 PS gibt es wahlweise mit 6-Gang-Schalt- oder 8-Gang-Automatikgetriebe. Auch beim Antrieb gibt es mehrere Varianten, den klassischen Heckantrieb, den Heckantrieb mit zuschaltbarem 4Motion Allradantrieb samt Geländeuntersetzung und den permanenten Allradantrieb. Wir dürfen heute die drehmomentstarke Einstiegsversion ausprobieren mit 450 Newtonmeter und 163 PS, mit Heckantrieb und zuschaltbaren Allradantrieb und einer ausgezeichnet zu bedienenden 6-Gang-Handschaltung. Außerdem haben wir das optional erhältliche 100% Sperrdifferential, welches ebenfalls manuell zuschaltbar ist und bei losem Untergrund die Traktion nochmals verbessert. Bei einer Länge von 5,32 m und einer Breite von 2,23 m inklusive der Spiegel bietet der Amarok in Verbindung mit der Doppelkabine eine riesige Ladefläche. Sogar zwischen den Radkästen beträgt die Durchladebreite 1,22 m, was das Querladen einer Europalette ermöglicht. Das eher robuste Anforderungsprofil der Amarok-Anstiegsversionen zeigt sich darin, dass wahrscheinliche Kontaktflächen wie zum Beispiel die Frontstoßfänger, die Türgriffe sowie die Außenspiegelgehäuse bewusst unlackiert bleiben und in genarbtem Schwarz ausgeführt sind. Im Innenraum setzt sich der nutzwertorientierte Ansatz weiter fort, ohne dass dabei auf Komfort verzichtet werden müsste. Das zeigt sich unter anderem etwa beim praktischen Gummiboden. Das Armaturenbrett ist natürlich im typischen VW-Stil gehalten. Die durchdachte Gestaltung der Bedienelemente bietet einen ergonomisch einwandfreien Arbeitsplatz und die variabel klappbare Rücksitzbank kann auch als zusätzlicher Stauraum genutzt werden. Speziell für gewerbliche Kunden wie Gärtner, Förster, Handwerker oder auch Architekten, für die das Auto ein Arbeitsgerät darstellt, ist die Amarok-Einstiegsversion Entry die ideale Lösung. Preislich startet der VW Amarok V6 bei 30.600 Euro inklusive Mehrwertsteuer und für Unternehmerkunden ab 25.500 Euro exklusive Mehrwertsteuer. Für diese ist der Amarok voll vorsteuerabzugsfähig. Diese Sendung widmete Ihnen Kfz Jagdschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken.